von Lachen erfüllt, teile ich der Welt mit, dass es eine andere, heitere Welt gibt, jenseits des Stresses und der Sinnlosigkeiten, und dass diese Welt viel leichter in exotischen Feldern zu finden ist, wo die Menschen lächeln, wo sie sich eingebettet fühlen in einen Kosmos. Aber sie kann auch in Europa erreicht werden, in neuen Paradiesen oder ganz einfach in dem Paradies, das du dir selbst schaffst. Wir dürfen den Schritt machen zum erfüllten Menschsein und warum auch nicht? Warum sollten wir nicht den vollen Lebensgenuss wählen und unsere Einheit mit dem Universum fühlen? Denn wir sind das Universum. Wir sind lebendige, göttliche Energie. Und dieser Gott lacht natürlich auch. Und sie amüsiert sich über das Universum, das sie ständig schafft, das sie selbst ist, diese Göttin. Da gibt es nichts Schweres, nur Leichtigkeit und Freude und alles. Es geht mir vieles durch den Kopf nach all den Reisen und guten Abenteuern und nach dem Lesen kluger Bücher und der Beschäftigung mit asiatischer Kultur, nach dem Lieben und Lachen mit Christina und den wunderbaren Freundschaften, die wir rund um die Welt erleben und die uns bereichern. Das kann ich aus allen Bereichen meines großen inneren Universums heranholen, wie ein Organist, der die Register seiner Orgel zieht. Es sind Register der Freude, des Triumphs und des närrischen Schabernacks, der sich um keine Regeln kümmert. Fröhliche Spiritualität bedeutet, dass wir den Unernst und den Humor des Universums erkennen in liebevoller Haltung. Wir sind liebevoll und hingabefähig, aber gleichzeitig behalten wir unsere Lustigkeit. Wir sind liebevoll aus der Verschmitztheit heraus, nicht aus der Verpflichtung. In Asien wird die Weisheit persönlich von Meister zu Meister weitergegeben. Unser balinesischer Heiler Ketut Lier blickte auf eine Ahnenreihe von 7 Generationen zurück. Sein Vater, Großvater, Urgroßvater waren alle Heiler. Das gibt Boden und Sicherheit, Verankerung in uralter Weisheit. Wir haben im Westen diesen Boden verloren. Wir suchen Sicherheit in der Wissenschaft, obwohl wir alle wissen, dass die Wissenschaft alle paar Jahre vieles, was sie bisher behauptet hat, wieder auf den Kopf stellt. Wir haben keine Meister, keine spirituellen Lehrer mehr. In dieser Situation habe ich mich entschlossen, mein eigener Meister zu sein. Ich bin fündig geworden in einer Richtung, die auch von den östlichen Meistern nicht so viel begangen worden ist. In der Richtung der Nicht-Ernsthaftigkeit und des Lachens. Dort löst sich natürlicherweise das Meister-Schüler-Verhältnis auf. Dort ist uns die westliche, stark ausgebildete Individualität nützlich und alles fällt an seinen Platz. Das Leben ist amüsant. Die Leute sehen meinen amüsierten Gesichtsausdruck und so ergeben sich überall schnell Freundschaften. Viele meiner Texte sind eigentlich moderne Psalmen, Lobpreisungen des Lebens, Begeisterungsausbrüche, Verbundenheitskundgebungen, lachende Channelings. Ich nenne sie hier Lachodien, denn neuer Wein gehört in neue Schläuche. Einer meiner Lieblingsphilosophen, Werner Zimmermann, hat bereits vor 70 Jahren gesagt, dass wir in der neuen Religion alle Autorität abschaffen dürfen, dass wir die Erfülltheit in uns selbst fühlen in dem Maße, als wir göttliche Menschen werden. Mir geht es um diese neue Religion jenseits aller Religion, um das bewusste, heitere Schwingen im Augenblick, um den herrlichen Lebensgenuss. Denn wir sind verbunden und haben Spaß und sind ganz darin. Ich bin ganz darin. Ich bin hier und dort und ich bin Gott und ich bin alles und ich bin ganz aufgelöst, denn ich löse mich auf im Wind, in der Sonne, denn alles dies bin ich auch. Ich schwinge,
schwinge im Augenblick. Und ich liebe es, ich liebe alles, ich liebe mich und habe Spaß an mir und meinen Ideen und Einfällen und Projekten und meinem Körper und meiner Seele. Gelobt sei die herrliche Intelligenz, die dieses Leben und diese Möglichkeit geschaffen hat und die sich freut, wenn sie sieht, dass wir es begreifen, dass wir klug und heiter genug sind. Lasst uns ein Loblied der Fülle singen. Lasst uns einstimmen in die himmlischen Heerscharen, die so viel Spaß haben und die nicht aufhören wollen, immer neue Lachodien anzustimmen. Ja, lasst uns ein Loblied der Fülle singen. Lasst uns einstimmen in die herrlichen himmlischen Heerscharen, die so viel Spaß haben und die nicht aufhören wollen, immer neue Lachodien anzustimmen. Lachodien, Hymnen, neue Inspirationen, neue Weisheiten, neue Innerlichkeiten, neue Frechheiten, die aus sich herausgehen vor Begeisterung, wie der lächerliche Mann von Dostojewski, der am Schluss seiner Erkenntnisse beschlossen hat, zu verkünden, die Wahrheit zu verkünden, die innere Wahrheit des Menschseins zu formulieren und zu verkünden und einfach im spielerischen Moment des Augenblicks immer seiner Eingebung zu folgen. So wie hier im Bild die wunderbaren Sterne und Formationen vom Himmel regnen, so regnen unsere Einsichten auf uns herab, so regnet unsere Begeisterung auf uns herab. Und wir sind alle verbunden, wie diese schönen Sterne. Wir sind verbunden und wir breiten uns aus. Wir breiten uns aus. Wir breiten uns aus. Ha, 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 ha